Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch aus meiner Filterküche. Hier im Hintergrund seht ihr gerade meine Teichsteuerung. Ich probiere mal heute euch das Ganze ein bisschen einfach zu erklären, wie ich das Ganze hier aufgebaut habe. Sieht momentan ein bisschen chaotisch aus, aber ja, guckt mal selber. Mal schauen, vielleicht kann der eine oder andere sich was abschauen. Jo! So, ein Blick von fast ganz hinten bis nach vorne. Wir haben hier in dem IBNC meinen Trommelfilter verbaut, Marke Eigenbau. Hier haben wir den Nivo-Wächter. Haben wir das Magnetventil für meinen Trommelfilter, meine Sommer-UVC-Anlage. Dann haben wir hier nochmal meine zwei großen Tanks mit je gefüllten Helix und hier hinten meine Pumpenkammer. Dann die ganzen Rohre und Schnickschnack, meine Steuerung. So, jetzt aber im Detail. So, hier sind wir beim Trommelfilter angelangt. Momentan ein bisschen abgedeckt wegen Winter. Funktioniert wirklich tadellos, macht seine Arbeit. Das, was nächstes Jahr kommt, ist eine Rinnenspülung, obwohl ich bis jetzt eigentlich das, ja, ich bin einmal am Tag sicherlich am Teich, da kann ich da mal schnell reingucken, aber meistens putze ich die ja so einmal in der Woche durch. Das Ganze wird hier über meinen Sensor gesteuert. Hier hinten haben wir den Motor, in der kleinen Box hier ist der Transformer versteckt. So, hier haben wir meine Rohrleitungen. Hier gehen zwei in die erste Kammer, die dritte hier wird aufgeteilt auf die zweite Kammer. Hier sehen wir das mal im Anblick. Also hier sprechen wir von 800 Liter Volumen bei pro Tank, ich schätze mal um die 450 Liter Helix gefüllt. Ja, das ist wirklich nur noch ganz leichte Bewegung, das ist gewollt, dass hier ein Teil Start ist. Hier hinten haben wir dann die Einläufe und dann gucken wir gleich mal hier, das sind dann hier die zwei Verbindungen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich brauche hier einen Schieber dazwischen, das war eigentlich völlig unnütz, denn ist ja für die Katz. Hier haben wir dann der Bereich, wo ein bisschen was abgeht. Also ich habe den Filter auch schon einige Male umgebaut, das seht ihr an den alten Flanschen hier. Dann haben wir hier unten geht ein, wo bin ich denn hier? Hier, ein 160er Rohr rüber und mündet dann hier in meiner Rohrpumpe. Hier im Eck seht ihr auch noch gleich meinen Heizstab. Der ist eigentlich nur zur Überwachung im Winter. Hier haben wir eine kleine Luftpumpe. Speist meine beiden Helixkammern. Ja, von der Rohrpumpe werden die beiden Leitungen hierher gezogen. Beide sind 30 cm unterm Teichniveau. Und hier haben wir noch den Komplettablassschieber. Und wie noch immer, hier meine kleine UVC. Die funktioniert also wirklich immer noch. Das Rohr hat keine nennenswerte, dass das irgendwie spröde oder keine Ahnung was, also das funktioniert wirklich wunderbar. Dann haben wir hier, geht es dann hier in die Kanalisation. Von beiden Tanks gehen je zwei Leitungen für Spülzwecke oder Wasserablass auch in die Kanalisation. Hier haben wir die große Steuerung der 150 Watt UVC Anlage, die ist hier verbaut. Plus hier haben wir noch eine kleine 75 Watt Durchlauf UVC, die läuft aber nur im Sommerbetrieb, wenn es wirklich voll die Kanne, die Sonne runterkommt. Momentan kommt die Sonne nicht runter, sieht wirklich nicht danach aus, es wird langsam kühler, die Teichtemperatur bei mir aktuell ist bei 16,5 Grad. Und jetzt wird er dann in den nächsten Tagen wieder abgedeckt und zugemacht.
Ja, bei mir läuft im Winter noch zum kleinen Winterthema hier eine kleinere Rohrpumpe. Momentan läuft die Anlage mit geschätzten 45.000 Liter Wasser pro Stunde im Winterbetrieb. Und im Sommerbetrieb laufen dann zwei Rohrpumpen, die das Ganze dann zurückdrücken. Und ich schätze mal, bei es wird da irgendwo bei 60 und 70.000 Liter Wasser die Stunde sein. Ja, das war so der kleine Einblick aus meiner kleinen Filterküche. Hier meine Abdeckung hier kann ich eigentlich wirklich, die ist mit Scharnieren gemacht, die kann ich nach hinten so hochklappen. Ihr seht, wie das hier ist, eben noch meine kleine Heizung. Ja, das wäre so der kleine Überblick aus meiner Filterküche. Noch angemerkt, hier haben wir zwei Bodenabläufe, ein Skimmer und ein Mittelwasserablauf. Jetzt eben vor dem Winter mache ich dann, wenn die Abdeckung drauf ist, den Skimmer eigentlich zu und der Mittelwasserablauf kommt zum Zuge, wie auch die Bodenabläufe bleiben bei mir komplett geöffnet, dass ich da keinen Schmodder festsetzen kann, ähnlich mache das mit der Pumpe. Gut. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch was zeigen. Noch einen kleinen Ausblick aus meiner Küche. Aufenthalt. Zack, das war der Spülmoment meines Trommelfilters. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wünsche ich euch was Wunderschönes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.